Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Mann, Sonnenmist. Mein Plasterbaum ist abgefackelt und nun brauche ich einen neuen. Was soll nur die Gysi denken? Mann, und ein Mistelzweig, das wäre auch nicht schlecht. Mann, wegen dem Knutschen und so. Ob ich den Mohat mal anrufe? Ja, ich rufe den Mohat an, der weiß immer Rat. Monsage hier? Mohat Monsage aus Berlin, wer da? Hey Mohat, alter Schwede, sag mal, ich hab meinen Kunstbaum abgefackelt und nun tierisches Problem, ich brauche einen Baum. Und da dachtest du, dass du den Mohat mal anrufst und ihn mal fragst, ob er nicht zufällig einen Plan hat, wa? Ja, so hab ich das gedacht. Und hast du eine Idee, wo wir nach Weihnachten noch an den Baum kommen? Habig, lass uns mal gleich im Tiergarten treffen und okay, bring was zu trinken mit. Okay, bis gleich, da bin ich aber mal gespannt. Kurze Zeit später. Ach, da bist du, mein Mist. Naja, ich hab ja einiges in der Baumschule gelernt und Musikunterricht hatten wir im Winter beim Gotthilf Fischer. Kennst du doch, den Typen von den Fischerchören. Ach so, den Typen, den du zu Weihnachten in jeder zweitklassigen Einkaufspassage antreffen kannst, wo er mit seinen verkreisten Leuten Musik macht. Genau der. Und Murat, was machen wir nun wegen dem Weihnachtsbaumproblem? Kein Problem, mein Bester, ey. Ich habe hier zu meiner Rechten erstmal zwei Wodka-Red in diesem praktischen Plastebeutel von Aldo, dem neuen billigen Discount um die Ecke. Toll, also verdursten können wir schon mal nicht. Und ich habe auch mitgedacht. Und 307er Flaschen Jägermeister mitgebracht. Siehst du, wir beide wissen, wo es drauf ankommt. Aber ey, in meiner Rechten habe ich auch noch eine Motorsäge und wir haben es um 23 Uhr und minus 19 Grad. Und nun willst du irgendeinen Baum fällen und mir den dann als Weihnachtsbaum verkaufen? Nein, mein Mister, ey. Die haben doch vor einem Jahr da hinten ein paar Bäume gepflanzt und die sollten doch da vorne stehen und eigentlich ganz groß sein langsam. Lass uns mal hingehen. Werner müsste auch eigentlich irgendwo hier rumeiern. Den habe ich eben gesehen. Aha, der Werner, das könnte unser Joker sein. Ah, da sind wir. Ja, guck mal, die sind gerade mal 1,80 hoch. Sieht gut aus, ne? Und gut gefüllt, apropos gefüllt, ey, lass uns erstmal einen Schluck nehmen. Hier, fangen. Und du meinst, dass Jude ist, dass wir vor dem Baum fällen was trinken? Ach, was frage ich nur, hey, du hast ja eh dein 05er fast leer und ich will nicht nachstehen. Also, Prost auf Ex. Ey, das knallt wirklich rein, Lenny. Und das bei 19 Grad minus, echt heftig. Aber sag mal, Murat, hast du jemals schon einen Baum gefällt? Nö, ich dachte, wir finden noch einen Globby, den wir hier mit den zwei Wodka-Red bestechen können, da er uns den Baum fällt. Mohat, du Nuss, wie willst du jemanden bestechen, wenn wir das Zeug selbst trinken? Ich wusste doch, da war was, aber du hast doch gesagt, dass Werner hier irgendwo ist. Ja, da vorne schleicht er rum. Der sucht sicher noch PET-Flaschen für seine nächste Schenkentour. Aus dem Weg, ich hab ihn im Visier. Schneeball. Und, bang, Volltreffer. Woo. Yes, genau auf die Birne. Hey, Alter, leise. Psst. Werner, komm mal rüber, du kannst auch Bäume fällen, oder? Und willst du dir was Flüssiges verdienen? Eine Flasche Jägermeister? Ja, hast du die. Aber Mensch, Werner, dir kann man auch nichts mit Algen in die Hand drücken. Du hast eben die 07er Flasche auf Ex gedrückt. Ey, hier, Werner, hast du die Säge und da vorne ist der Baum. Echt krass, ey, dass der Werner die Flasche ohne Hemmung voll reinzieht. Naja, so einfach scheint er die nicht runtergedrückt zu haben. Wow, Farbe hat er in Gesicht, aber auch einen übelsten Seegang. Wenn du mich fragst, sollten wir auf Abstand gehen, ey. Ich glaube, der Werner hat die Säge nicht unter Kontrolle. Wie, wo ist der Hebel zum Sägen? Werner? Werner, Vorsicht, deine Beine, Werner! Oh Mann, hat der Freak sich echt ins Bein gesägt? Ich bin weg hier. Ach, das blutet kaum, ist nur eine Fleischwunde, Werner. Aber hau die Motorsäge lieber weg. Nee, Werner, haut das Ding weg, ey. Du musst hier nicht den Helden machen. Los, Mohat, lass uns hier weg, rüber zur Schenke. Werner macht durch sein Geschrei halb Berlin wach. Ey, ich glaube, ich ruf mal auf dem Weg zur Schenke 112 an. Toll, meinst du, die können mir mit meinem Baumproblem helfen? Nee, aber Werner eventuell noch retten. Wegen deinem Baum mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich habe nämlich noch einen im Keller. Und warum haben wir jetzt den ganzen Aufwand gemacht und sind hier mitten in der Nacht am Terror machen? Ja, ich wusste, dass du noch 3 Flaschen Jägermeister hast und dass der einzige Weg ist, an die Flaschen zu kommen. Guter Plan, Mohat. Du bist und bleibst ein Schlitzohr. Ganz genau, Lenny. Ganz genau. Ganz genau. Berlin. Du bist so wunderbar.